Heute im Popclub Michaela Schaffrath, erste Platte Michael Jackson, Thriller. Reinhold Beckmann, erste Platte Keith West, Excerpts from a Teenage Opera. Eni von The Make Block hier ist erste Platte, die von Gilbert Bicot, wo er eine Zigarette raucht. Christian Karmann, erste Platte, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Hella von Sinn, erste Platte, Vicky Leandros, Après Toi. Ja. Und Oliver Pocher, erste Platte, Robin Beck, First Time. Ja. Und hier ist der Mann, der heute die Puppen tanzen lässt. Hier ist Thomas Hermann. Vielen Dank, guten Abend, guten Tag zum Popclub. Jawohl, ich lasse heute die Puppen tanzen und wenn es nur eine NSYNC-Marionette ist, meine Damen und Herren, von dem einen von NSYNC, den nun keiner kennt, Chris Kirkpatrick. Und wir eröffnen die Sendung mit der philosophischen Frage, ist nicht jedes Boyband-Mitglied nur eine Marionette? Oh. Gut, das war das. Wir gehen zu den saftigeren Themen über. Was geht eher gegen Null, die Taille von Britney oder der IQ von Mariah Carey? Hella, was meinst du? Definitiv Zweiteres. Ne? Definitiv Zweiteres. Mariah Carey hat mich ja schon vor Jahren beeindruckt mit dem Satz, dass sie so gerne ein Biafra-Kind wäre, weil die so schön schlank sind. Mhm. Also die war auf dem Weg in die Klinik. Ja, ja, ne? Es war auf dem Weg, ich weiß nicht. Die läuft völlig neben der Spur, die Gute. Ja. Deshalb denke ich, ihr wollt heute gewinnen, wenn es gilt um die goldene Agneta heute, die sich hinter mir so wunderschön dreht. Habt ihr einen Schlachtruf natürlich heute? Natürlich. The winner takes it all. Passt ja, passt. Sehr schön. Reicht leider nicht aus. Und unser Team Reinhold, habt ihr auch einen Kampfruf euch ausgesucht? Selbstverständlich. Und der passt zum Outfit, musst du dazu sagen. Der passt zum Outfit. Wenn Annie es sagt, dann singt sie es jetzt auch an. Nein, nicht alleine, komm. Eins, zwei, drei. Hit me, baby, one more time. Das könnt ihr haben, das könnt ihr haben. Da wollen wir mal sehen, wer heute wen schlägt. Und wir kommen gleich zu unserem allerersten Spiel. Lüge oder Wahrheit? Ich stelle eine These auf. Manchmal ist es etwas, was wirklich stimmt. Manchmal haben wir uns spät in der Redaktion im Prosecco-Rausch noch was Schönes ausgedacht für unsere Kandidaten. Ich beginne bei Michaela Schaffrath, the artist formerly known as Gina Wild, wie ich jetzt immer in richtigem Pop-Language sage. Ja, aber es ist eigentlich ganz schön in Pop-Language. Wir kommen beide aus Eschweiler, deshalb darf ich das. Michaela. Ja. Lüge oder Wahrheit? Katharina Witt hat eine Platte herausgebracht mit dem einladenden Titel Skate With Me. Das glaube ich nicht. Lüge. Lüge, glaubst du nicht? Nee. Ist aber die nicht. Wahrheit. Ehrlich? Von dieser Platte wurden aber sehr wenige Exemplare verkauft. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weitaus weniger als von ihrem Playboy-Cover, um das nochmal klarzustellen. Reinhold, Yannick Noah hat auch eine Platte herausgebracht. Panik. Mit dem Titel Salve Regina. Und der hat eine Platte herausgebracht. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Also ich sage Wahrheit. Das ist wirklich die Wahrheit. Salve Regina. Er grüßt eine Königin. Ja. Kannst du dir vorstellen, wen er da grüßt? La Regina, die Königin. Ja, die Königin des Tennis. Vielleicht Steffi Graf. Vielleicht ist ein schmutziges Angebot. Hinter Andres Rücken. Wir wissen das nicht. Eni. Henry Maske hat für einen Benefiz in Hamburg als Phantom der Oper auf der Bühne gestanden. Wirklich? Ja, das frage ich doch. Das frage ich doch dich. Ich würde sagen, Lüge. Ja, das ist auch gelogen. War es das Phantom der Oper, ist für ein Benefiz in Hamburg ohne Maske aufgetreten. Ja. Ah, kleiner Scherz, muss man ja mal machen können. Ist ja nicht so schlimm. Christian, Courtney Love war mal mit einem Transvestiten verheiratet. Nein, der traue ich alles zu. Also auf einem LSD-Trip würde ich sagen, Wahrheit. Ist die Wahrheit, die Frau macht alles, yes, tut alles, ist mit allem, ist mit allem zu Ende. The winner takes it all. Moment, ihr habt da noch zwei Fragen. Ja, Moment. Man kann auch schon mal feiern, wenn Feiern angebracht ist. So. Hella, Courtney Love hat versucht, die Frau ihres Ex-Lovers zu überfahren. Ja, der Christian hat das gerade so schön beschrieben mit dem LSD-Rausch. Das muss ja wohl dann auch Wahrheit sein. Stimmt, stimmt. Wahrheit? Hella sagt Wahrheit. Du traust es jetzt so? Ja, Wahrheit. Es ist gelogen, es war umgekehrt. Die Frau ihres Ex-Lovers hat versucht, Courtney Love zu überfahren. Aber es ging heiß her. Und Olli, RuPaul, der berühmteste Transvestit der Welt, versucht in einem Video von David LaChapelle einen Courtney Love-Double zu überfahren.
Die sind ja so durchgeknallt. Ich glaube, das ist die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das ist frei erfunden. Auch das war spät in der Redaktion. Aber wir kommen zu dem ersten Punktestand. Ja, Team Heller mit 5 Punkten, Team Reinhold mit 10 Punkten. Ein knapper Vorsprung. Der ist aber jetzt natürlich noch leicht zu überholen. Inni, sag mal, erste Platte, die mit Gilbert Bécaud und der Zigarette drauf. Ja. Ja. Du hast ja deinen frankophilen Neigungen immer Nachdruck verliehen. Oui. Und deshalb möchte ich dieses folgende Video Ihnen zeigen. Inni im Rausch des frankophilen Taumels. Bitte schön. Es erwärmt, es erfreut. Das war so ein tolles Video. Ich glaube, das war das beste Video, was Viva jemals angeboten bekommen hat. Sie haben es nicht genommen, was ich sehr schade fand. Aber ich glaube, dieses Video hat die Plattenfirma ruiniert. Die gibt es nämlich nicht mehr. Warst du so teuer? Das Video war schweineteuer. Standst du auch wirklich in Paris an einem Boulevard im nächtlichen Regen? No, ich stand auf einer Eisenbahnstation. Das war ein Bottrop auf dem Nein. Das war eine Eisenbahnstation und ich stand wirklich die ganze Nacht im Regen und hatte nur kleine Pumps an und nur diesen Mantel und drehte diesen Schirm und mir war sowas von kalt. Und nichts unter dem Mantel? Ja, Unterwäsche und einen kurzen Rock. Einen kurzen Rock? Naja, den sieht man ja nicht und deshalb hat sie gefroren. Sag mal, die Kneipe deiner Jugend, wo du wild abgehottet hast, Reinhold, in Twistringen, ja, dem berühmten Ort Twistringen, ja, da hieß, wo Chubby Checker den Twist erfunden hat. Hieß Affenstall, meine Damen und Herren. Reinhold Beckmann grufte im Affenstall. Was war das denn für ein Lokal? Das ist, also Twistringen ist ja nur ein kleiner Ort, so 6.000, 7.000 Einwohner. So klingt es ja auch. Ja, so, und der Affenstall war irgendwas Kombiniertes. Es war nämlich hinter der Disse gab es einen Tierpark. Mhm. Und in diesem Tierpark waren Affen. Und die Affen sind des Öfteren ausgebrochen. Und das heißt, ich kann mich noch genau erinnern, irgendwann kam meine Mutter so schreiend ins Haus gelaufen. Und da hing da wieder ein Schimpanse bei uns an der Wäscheleine im Garten, weil er aus dem Affenstall rüberkam. Sind die auch mal in die Disco reingelaufen? Haben sie auf die Tanzfläche gemischt? Du warst gerade beim Schieber und spürtest so eine haarige Hand. Nein, nein, aber es war ein großartiger Laden. Es war Tierpark, dann neben die Diskothek und vorne war eine Bäckerei mit Konditorei. Das war also das Gesamtangebot. Das nennt man heute Multi-Event-Gastronomie. Ja. Ne? Sie können ein Teilchen essen, Sie können tanzen oder einen Affen knutschen. Das ist doch herrlich. Ja. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel und das ist ein sehr schönes Spiel mit dem Titel Pass auf, was du sagst. Ihr müsst Bands oder Pop-Acts umschreiben. Ihr dürft bestimmte Begriffe nicht verwenden, die auf meiner Karte stehen. Ihr dürft euch aber sonst wundreden. Und die erste Person, die das heute tun darf auf dieser Spielfläche, ist Hella von Sinn. Ja, Hella, ja, auf die Fläche. Bitte. Wir müssen aufholen. Jungs? Na, alles darfst du sagen. Bitte keine Titel verwenden von der Gruppe. Aha. Oder auch einfach nur den Namen übersetzen, so ganz doof. So. Aber also es geht um Gruppen. Es geht um Gruppen, es kann auch mal ein Einzelkünstler sein. Umschreiben, wichtige kleine Sachen. Eine Minute Zeit, möglichst viele Namen erraten. 5 Punkte pro Begriff. Hier kommt dein erster Begriff. Bitteschön. Oh, Mercedes-Benz. Ach, darf ich nicht sagen. Nee, ja, gehen wir schon mal weiter. Mann. Nächster Begriff. Meine Lieblingsplatte von heute Abend war von... Nee, Quatsch. Doch, sagt es. Vicky Leandros. Ja, ist richtig. Und das nächste? Ein deutscher Sänger, einer der bekanntesten. Dieter Bohlen. Nee, jünger, attraktiver. Ach nee, Sascha. Ach, ja. Richtig. Ja. Und nächste. Sie soll angeblich Nymphoman sein. Britney Spears ist sehr klein gewachsen. Es ist Janet Kleinmann. Nicht mein Mama. Klein, ach klein, nein, Schande. Klein. Okay, hat seiner Frau die Titten aufgeblasen. Sieht man täglich in Explosiv. Dieter Bohlen. Nee, der andere. Thomas Anders. Nein, nee, der. Lange Haare. Les Humphries Singers. Früher Les Humphries Singers. Wer ist denn jetzt? Alle machen das mit den Titten. Da gibt es weiter. Weiter. Entschuldigung. Aber da meine Mutter, aber alle.
Entschuldigung. Meine Damen und Herren. Auf diesen Karten steht wirklich alles drauf, was man braucht, um es zu beschreiben. Es war einfach nur so, dass man merkt, wie viele Männer ihren Frauen die Brüste vergrößern lassen. Es war eine Anklage gegen Silikon, so habe ich das verstanden. Das war ja wohl echt schwer. Ja, ihr könnt es jetzt auch besser machen, denn jetzt kommt Reinhold auf die Tanzfläche. Bitte schön. Ja. Hier in unserem Affenstall, ne? Heute hier in Twistringen. Meine Damen und Herren, jetzt kommt dein erster Begriff. Oder darf ich auch drumherum reden, assoziieren, sodass die beiden attraktiven Damen es verstehen. Ja. Los, geht los. Die singen noch, mal gucken, wie lange. Hier kommt dein erster Begriff. Bitte schön. Er lebt nicht mehr. Elvis. We will rock you. Keine Titel. Keine Titel. Ah, sie kommen aus Skandinavien. Er sieht wunderbar. Aha. Ja, richtig. Und nächstes? Ein deutscher Sänger und ich sage nur Männer. Darf ich das nicht mehr? Ist ein Titel. Er hat eine Schmusestimme, singt Deutsch, Englisch, Spanisch. Ricky Martin. Enrique Iglesias ist richtig. Und australische Band. Australien steht drauf. Steht drauf, Heller hat's richtig. Nein! So, jetzt. Ah, sie trägt immer ganz tolle Gläser. Anastasia ist richtig. Sie lebt leider nicht mehr, hat großartige Songs in den 70ern gesungen, als Jimi Hendrix noch irgendwo auf der Bühne stand. Janis Joplin? Ja, richtig. Das ist korrekt. Das ist, hatte man schon, das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Sehr gut, wunderbar. Das mit den Begriffen ist ja... Das war sehr, sehr schön. Dankeschön. Du hattest recht. Australien. Und besonders schön war, wie Hella mit Adleraugen gespickt hat und sagt, Australien, das kenne ich. Wir haben jetzt einen neuen Punktestand. Ja, Team Hella 15 Punkte, Team Reinhold 30 Punkte. Ein Vorsprung bahnt sich an, aber es kann noch alles passieren. Ich sag nur, Reinhold. Mein kleiner Freund. Also da kann noch alles passieren. Christian, du warst der größte Nena-Fan damals. Du hast sie vergöttert, du hast sie geliebt. Ja, klar. Also der Abend, an dem Manfred Sechsauer 1982 eine völlig unbekannte Dame namens Nena im roten Minirock, Leder-Minirock ansagte, der änderte mein Leben. Der änderte dein Leben? Alle in meinem Zimmer, jeder Schnipsel aus der Bravo über so eine Bettlandschaft. Andere haben sich so, malen sich so Himmel. Und ich hatte Nena ist Hamburger, Nena mit ihrem Freund, dem Trommler Rolf. Und so. Warst du eifersüchtig auf den Trommler? Eifersüchtig. Und ich war auch so tierisch eifersüchtig auf jeden, also auf Markus war ich besonders eifersüchtig. Warum? Ja, kennst du den Film nicht? Gib Gas, ich will Spaß. Ja, zufällig haben wir diesen Ausschnitt da, meine Damen und Herren. Nein, echt? Weil diese Sendung ist ja auch eine Therapie. Ich sag noch dazu, dass die lustige Regieidee auch noch des Regisseurs war, dass Nenas Pulli, ein Wollpulli, sich mit einem Faden in einem Haken verfängt. Und so nimmt die Erotik, die prickelnde Erotik ihren Lauf. Christian, für dich noch mal als Therapie. Oh ja, oh Mann. Guck dir es an. Oh, hier ist Nena und Markus. Jetzt kann es keiner mehr stören. Ihr seht ja noch, kleine Taschenlampe brennt für Sie, ne? Ja, und ich muss es mal so sagen, meine Damen und Herren, welcher Mann in sexueller Ekstase würde schon einen Titel wie kleine Taschenlampe brennen singen? Aber du hast es jetzt überwunden, jetzt wo du es auch mal gesehen hast, wieder, ne? Es ist schon ein sehr schönes Werk und man muss es einfach mal wieder angucken. Ein Highlight deutschen Films, auf jeden Fall. Absolut. Und deshalb bleiben wir beim Thema Video. Wir kommen nämlich zu unserem Videospiel. Für Sie zu Hause auch zum Mitspielen. Sie können gleich anrufen und etwas Schönes gewinnen. Wenn Sie den nächsten Ausschnitt gut studieren, und meine Kandidaten heute auch, guckt euch bitte das folgende Video
aus einer Zeit, als es noch gar nicht Video hieß. Ja, liebe ProSieben-Zuschauer, sowas gab es etwas mal. Da wurden kleine schmutzige Filme gedreht, wie dieser hier. Guckt euch den mal an. When you're in love with a beautiful woman, it's hard. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. So, und wir wollen jetzt wissen, welche Gruppe sang dieses berühmte One-Hit-Wonder. Sie können uns anrufen unter der Nummer 090 10 10 77 und eine Yamaha-Stereoanlage und 100 CDs gewinnen, wenn Sie es wissen. Meine Kandidaten grübeln noch und schreiben es auf die Tafel. Und wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Bis gleich. Im Popclub und wir haben vor der Werbung gefragt, wer hat das berühmte Lied When You're in Love with a Beautiful Woman gesungen. Unsere Teams haben sich besprochen und ich bitte euch jetzt, dreht die Tafeln jetzt um. Oh. Bitte schön. Dr. Hook. Die richtige Antwort ist Dr. Hook. Dr. Hook ist zu dem Zeitpunkt korrekt. Hallo. Und wir gucken noch mal dieses Video dieser kleinen bekifften Gruppe rein. Nicht sehen. Wir würden ja bei Wer kennt die Band die Gruppe so umschreiben: Oh Gott, Herr Doktor, wo ist der Haken? Ne? Da sehen Sie mal, so sahen die aus, fröhlich und noch weit weg vor jeglicher Ästhetik. Er springt und er ist voll dabei. Dr. Hook, eine zauberhafte Gruppe. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Punktestand. Ja, bitte. Please, please tell me now. Oh, ja. Und es wird enger, meine Damen und Herren. Team Heller 25 Punkte, Team Reinhold 30 Punkte. Ja, jetzt haben wir sie weg. Das heißt, das nächste Spiel kann einiges bewirken und das freut mich persönlich sehr, denn das nächste Spiel ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es trägt den schönen Titel Deep Throat, meine Damen und Herren, denn jetzt werden Lieder gesummt oder gegurgelt. Wenn man summt, kriegt man 5 Punkte, wenn man gurgelt, kriegt man 10 Punkte und vor allem die anderen müssen es erraten, egal wie viel Wasser man in die Gegend spuckt. Und wer könnte Deep Throat zuerst besser spielen als die Frau, die Margina Wild war? Michaela Schaffrath, bitte auf die Fläche. Michaela. Nette Anmoderation. Ne? Fand ich auch. Summen oder gurgeln darfst du immer aussuchen, darfst auch gurgeln weiter sagen. Gurgeln, aber mit wenig Wasser. Was, gurgeln gibt mehr Punkte. Gurgeln gibt viel mehr Punkte. 10 Punkte für Gurgeln. Ich jetzt hier gleich und ganz umdöse. Langsam. Dass wir bist du bereit? Hm? Meine Damen und Herren, hier kommt Summen oder Gurgeln. Bitte schön. Hey, das ist doch deine Abteilung. Weiß ich nicht. Nicht. Summen, mal summen, mal summen, summen, mal summen. Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Dann mach das nächste. Wie wär's denn damit? Mhm. 99 Luftballons. Richtig, sehr gut. Und das? Oh ja. Das war Gurgeln. Hör mal nicht, dass das... Aber das kann nicht das Ganze werden. Achtung. Achtung. Yesterday. Richtig, yesterday. Yesterday. Sehr gut. Oh, my troubles. Und hier? Das war Waterloo, eindeutig. Vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Also, ich fand das sehr, sehr schön gegurgelt und ich freue mich auch schon auf den, der es jetzt spielen darf. Herr Pfocher, freuen Sie sich auch. Bitte schön. Oliver, du bist parat? Auf jeden Fall. Es kann alles entscheiden, du weißt es. Ich gebe Vollgas, es kann nur mit Gurgeln gehen. Achtung, hier kommen deine Begriffe. Bitte schön. My way. My way ist richtig.
Madonna! Virgin like a virgin, nein! Was? Olli, super! Na, 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 na! Ja, hey, na, na. Ah. Nächstes? Nächstes. Oh, das ist gut. Ein bisschen Frieden. Richtig, richtig, ein bisschen Frieden. Richtig. Meine Damen und Herren, sie wurde von Sarah with Love in einer deutschen Fernsehsendung schöner dargeboten. Da wird sich jemand in Delmenhorst sehr freuen. Wir kommen zum neuen Punktestand. Team Hella geht in Führung 55 Punkte. Team Reinhold mit 50 Punkten, hallo, knapp hallo, dahinter. Hallo. Frau Wild möchte protestieren. Wir haben doch, Sie haben drei erraten und wir, oder? Nein. Sie haben mehr erraten als er. Echt? Ja. Schade. Wirklich? Ja, da haben wir eine ganz vierte Karte. Komme ich zu Frau Sundermann da hinten, die hat das ganz genau ausgefüllt. Ganz genau. So. Man kann es ja mal versuchen, weißt du? Ja, genau. Kein Problem. Aber vor allem, jetzt ist ja noch nichts entschieden. Wir kommen nämlich zu unserer Schlussrunde, unserer Schnellraterunde Pop Power. Alles ist noch offen. Jede richtige Antwort gibt jetzt 5 Punkte. Ihr habt 3 Sekunden Zeit pro Antwort. Es geht 2-mal rum. Seid ihr bereit? Sie. Und es geht los mit Michaela. Achtung. Johnny Rotten war Sänger welcher Band? Johnny Rotten? Nicht einsagen. Sex Pistols. Ne, Reinhold, der Bassist der Sex Pistols, Sid Vicious, coverte auf seine ganz eigene Art und Weise welchen Sinatra-Klassiker? My Way. My Way ist richtig. Eni, welcher deutsche Entertainer hat dieses Stück ebenfalls, aber ganz anders gemacht? Robbie Williams! Deutscher Deutsch. Oh Gott! Vorbei. Harald Junke. Ja. Christian, Harald Junke ist Berliner, genau wie welcher amerikanische Präsident? Kennedy, gerade noch richtig. Hella, welche englische Gitarrenband könnte inzwischen schon nach 2 amerikanischen Präsidenten benannt sein? Nach 2. Bush. Oliver, Bush-Sänger Gavin Rossdale ist mit Gwen Stefani zusammen. Sängerin von welcher Band? No Doubt. No Doubt ist richtig. Michaela, das aktuelle Album von No Doubt heißt Rocksteady. Zu Hey You, the Rocksteady Crew tanzte man was? Breakdance. Zum Breakdance gehört auch ein Bewegungsablauf, den Michael Jackson zur Perfektion gebracht hat. Wie nennt man diesen? Was? Bewegungsablauf von Michael Jackson. Moonwalk. Moonwalk ist richtig. Eni, wer war der erste Mann, der auf dem Mond walkte? Neil Armstrong. Neil Armstrong ist richtig. Christian, wie hieß der Trompeten der Armstrong mit Vornamen? Louis. Louis ist richtig. Heller. Brother Louis war ein Hit welcher Qualitätsgaranten der deutschen Popmusik? Modern Talking. Oliver, Dieter Bohlen liebt Verona Nadel und Estefania. Thomas Anders hatte nur eine Frau ganz nah am Herzen. Nur Nora. Nur Nora, und das ist richtig. Nora, ein Puppenhaus, liebes Publikum, ist ein Stück von Ibsen. In welcher Sendung des deutschen Fernsehens tanzte für Sie heute exklusiv eine NSYNC-Puppe? Oh! Jawohl! Und damit kommen wir zum finalen Punktestand. Team Reinhold, 65 Punkte, und gewonnen hat Team Hella mit 80 Punkte. Und damit darf ich die erotischste Trophäe des deutschen Fernsehens überreichen, das Team Hella von Sinnen, die Goldene Athleten mit Christian Karmann, Oliver Pocher. Und wir kriegen eine sehr schöne Trost-CD von Modern Talking. Victory! Team Reinhold mit Eni von der Maiklöckl, Reinhold Beckmann und Michaela Schaffrath.
Und für Christian Karmann gibt's noch mal die DVD als Preis. Bitte schön. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag um 6:30. Macht's gut, bis dahin. Hopp, till you drop. Macht's gut. Ciao.